Moin, es ist Michelle, ich bin Mechatronikerin und ich arbeite ganz viel mit den Händen. So wie mit dem Kopf. Also, hier haben wir einen Bremsklotz und ich muss immer gewissen, dass du alle fahrt. An seinem Job kümmert Michelle sich vor allem um die Wartung von den Tisch. Dafür braucht er Kenntnisse an der Hydraulik, Elektrik und Mechanik. Also, wir machen nur eine visuelle Visite. Und zwar, ob heute Schrauben fest sind, die Kabel auch fest sind und auch natürlich, ob heute Schrauben alle guten Sicherheitsflaschen sind. Mechatroniker ist ein Beruf mit Zukunft, weil sich alles immer mehr automatisiert und immer mehr Elektronik zum Ersatz kommt. Bei meinem Job muss ich noch einen Zug kontrollieren und dann sind meine Blut, die nicht funktioniert und die wirst du mal. Drehen und raus. Voilà. Hier haben wir eine Platine von der Tür, die die Tür steuert. Und wir schauen raus, dass hier Fehler ist. Und die löschen wir. Und dafür muss man auf den Laptop gehen. Voraussetzungen für Mechatroniker zu gehen, als Interesse in der Mechanik haben, eine gute Gruppe zusammenarbeiten, brauchen wir an Verantwortungsbewusstsein. Weil ich muss können am Beruf das aus mit den Händen schaffen und natürlich auch mit dem Kopf. Was am Kopf nicht klar ist, da geht geschicklich geht doch nicht. So, wir sind fertig für heute. Alle gehen schon den Mini schaffen. Ciao, ciao! Moin, ich bin Angelo und ich bin Mechatroniker, aber wie das kein gefährlich kein Schützemeis. Eigentlich sind wir ein Hauptteil von der Ligatürös und anscheinend gibt es ein hydraulisches Problem. Und zwar, der Zylinder funktioniert falsch. Zum Angelo seine Aufgabe gehört, den Fehler zu identifizieren und zu beheben. Für dass die großen Industrieanlagen immer ohne Problem funktionieren. Wir sind bei meinem mechanischen Teil von der Arbeit. Ich muss das Ventil an der Pumpe dran machen. Ich werde für dich fetten, damit es gut rausrutscht. Sobald ein Kind dran ist, kommt ein Deckel drauf und dann wird er verschraubt und auf 80 Newtonmeter umgezogen. So, voilà, los bin ich fertig mit meiner Arbeit und ich in der nächsten Arbeit. Die Lehrberufe haben eine große Zukunft, weil sie gleichzeitig die zukünftigen Generationen formieren und ihre Kompetenzen weiterentwickeln und so als Leistung auch weiterbringen. An meinem Beruf macht mir Spaß, weil ich heute Alltag in einer Arbeit tun, weil der Betrieb immens größer ist und weil hier im Stuhlweg immens viel Aufwärtsung gibt. Und wir schaffen immer ziemlich große Maschinen, wo so nicht für jeden zu gesehen wird. Ich bin bei der Ligatürös, ich muss so Stege rausholen, aber ich werde sie für dich ausschalten, damit ich das sicher nicht schaffen kann. Ich gucke für dich meinen Plan, für zu wissen, was ich muss ausschalten. So, du hast die Maschine kostiniert, und dann kann ich drauf schaffen gehen. Mein Projekt für die Zukunft sind Karriere machen, viel Erfahrung sammeln, Niveau Mechaniker, auch Mechatroniker und später hin auch von Lehrberufen hinkommen, dass ich kann ausbilden vielleicht oder auch helfen, eben Erfahrungen zu sammeln. Mein Schieder ist fertig, ich stempel und dann bin ich bei meiner Freundin. Die